Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Retro Today. Retro Gegenwart. Ja, und schon sind wir wieder in der Quiz-Rubrik. Und ich hoffe, der Wolfgang ist in der Leitung. Ich bin da, hallo. Das ist wunderbar. Und du hast uns einen Gast mitgebracht. Dann übergebe ich dir mal die Leitung und stell uns doch mal vor, wer heute noch mit dabei ist. Ja, danke, Patrick. Heute ist niemand geringer dabei als der Retro-Hunter, der Koch des Zockersalats, der Mann auf dem Zeitreisesofa, der Producer und Community-Manager von Retro Cinemaware, Mr. Retrobla, Sven Fassing. Fast schon Moment, wie, das ist ja fast schon wie beim Boxen hier. Ich wollte gerade sagen, ich muss... Der Mike Buffer für Arme, ja. Ich muss mal eben hier kurz die Schleimspur wegstreuen, Sekunde. Nein, also vielen, vielen lieben Dank. Echt zu viel der Ehre. Ja, vielen lieben Dank. Es freut mich sehr, mich hier dabei blamieren zu dürfen. Ja. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass der Wolfgang nicht wie beim letzten Mal wieder so Dödelfragen am Ende macht, die jeder beantworten kann. Wir haben das eben schon geklärt. Das Spiel Premiere von Core Design kennt nicht jeder. Nicht wahr, Sven? Ja, ich habe gedacht, das ist das, wo ich mich meine Videos immer mitschneide. Aber ja, jetzt reden sich die oder der Fußballmanager, ne? Ja, genau, Fußballmanager. Ich dachte irgendwie so Premier League oder sowas. Da habe ich sogar, glaube ich, was im Regal. Aber da gibt's noch viel von. Ja, Sven. Ich wollte mich gar nicht einmischen. Ich denke, mach mal weiter. Ja, Sven, lass mich raten, du hast keine Ahnung, was dich erwartet, denn du hast ja sofort zugesagt. Ja, genau, das ist immer das Dümmste. Ich habe auch danach gedacht, so, oh Gott. Und dann kündigst du mich noch an hier, so Retro-Hunter, Unsinn oder so. Ah, geil, das, läuft. Ja, wir haben die Fallhöhe etwas erhöht, aber nee, Quatsch. Wir starten immer mit etwas Musik. Das heißt, aus einem verstaubten Spiel wird eine Melodie eingespielt. Und wenn du oder jemand anderes, der online ist, eine Ahnung hat, welches Spiel gesucht wird, ruft er es rein. Oder falls wir jetzt mittlerweile jemanden im Chat haben, weil wir sind zu einer ungewöhnlichen Zeit. Björn und Tim sind gerade dazugekommen. Ja, super. Die dürfen natürlich gerne mitraten und dann einfach die Antwort reinschreiben in den Chat. Wir werden das im Auge behalten. Ja, sag mir einfach, wenn ich starten soll oder ob du noch irgendwas anderes vorhast. Ja. Weil das Spannende ist ja, ich weiß ja auch nicht, was passiert, wenn Wolfgang sein Quiz macht. Also heute gibt's wieder C64 und Amiga-Musik. Und ich würde sagen, Patrick, starte einfach mal Track Nummer 1. Und für Cordanoa nicht so laut. Bubble. Stopp, New Zealand Story. Ja, Patrick hat schon. Würde sogar auch richtig. Okay, Und Sven, so, hast du es auch gewusst? Ich hatte es vor Augen, aber ich wusste den Namen nicht. Also ich hätte aber auch Richtung... Das ist New Zealand. Ja, was klingt einfach wunderbar, dieser Sound. Das ist ja auch ein wunderbares Spiel. Das ist ja eins der nettesten C64-Jump'n'Runs, sag ich mal. Obwohl es auch nicht einfach ist. Also ich finde es toll. Das ist programmiert. Es ist wirklich schön. Von wem kommt das Spiel? Ocean? Ja, von Ocean. Von Ocean, ach so, ja, eines der guten Güter. Ich hab's nämlich mir letztens, aber ist es nicht eine Ocean, war das nicht der Pub? Nee, Moment, Ocean hat die Umsetzung gemacht, das war doch von Taito. Ja. Sag den einen Satz doch mal, eins der wenigen guten Spiele von Ocean, was du gerade sagen, oder? Ja, eines der wenigen guten Spiele von Ocean. Wolfgang mag es nicht, wenn wir Ocean-Bashing betreiben. Nein, also ich habe mal eine üble Sendung von Retro Hunter gemacht, wo ich halt Ocean und LGN und man muss das ja auch ein bisschen, also Ocean hat natürlich unheimlich viele Spiele rausgebracht und man erinnert sich natürlich immer gerne an die Gurken, weil die haben ja damals unheimlich viel in Filmumsetzungen investiert, aber die haben natürlich auch sehr, sehr gute gemacht. Das ist korrekt. Sven, wir haben einen doppelten Podcast über Filmumsetzung gemacht und haben, glaube ich, 3 Stunden lang Ocean-Bashing betrieben. Deswegen ist Wolfgang bis heute noch beleidigt. Ja, das kann, es ist ja auch... Ja, ich habe dann gegen Retro-Talk gemacht, weil ich bin der Meinung, immerhin hat Ocean den C64 wirklich
1A-Support. Ja. Ne? Ja, Whizball, klar, brauchen wir nicht überreden, einer der faszinierendsten Titel, die es gibt. Ja. Klar, also die haben viel gemacht, aber also die haben auch sehr viel Gutes gemacht. Also das muss man definitiv, darf man ihnen auch nachsagen, ja. Aber das musst du jetzt ja auch sagen, weil sonst nimmt Wolfgang die Spiele. Richtig. Genau, so, wir spielen den Track jetzt rückwärts. Nein, ich glaube, Track 2 kommt als nächstes, vermute ich zumindest. Bitte. Wir lauschen. Combat School? Glaube ich nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist sowas, was, was einem so halb bekannt noch im Titel gewünscht wird, aber ohne Titel. Also Combat School war anders, das ist definitiv. Gibt's was im Chat? Nö, da hat auch noch keiner. Mal gucken. Aber es ist das C64? Das klingt fast zu gut. Das ist 1987 C64. Mhm. Wow, weil die Drums klingen so klar. Naja. Für C64 schon, ja. Also ich kenne es nicht. Aber es ist drei Spuren, also dann merkt man schon. Mhm. Aber ich kenne es nicht, also ich bin da leider raus. Drei Spuren. Naja. Ja, ist so ein kleiner Running Gag, dass ich hier mal den Patrick ein bisschen ärgere. Ach so. Ja, die Drums klingen schon wieder nach Höchstwerk, genau. Aber das heißt ja auch nicht. Witzigerweise habe ich aber auch dran gedacht. So, das klingt die Drums, irgendwie. Die Drums sind das Clap ist von To Be On Top, das habe ich erkannt. Ja, aber danke! Das beruhigt mich gerade echt ohne Scheiß. Ich habe auch gedacht, Höchstwerk, aber so einfach kann das ja nicht machen. Aber ich weiß nicht, welches Spiel das ist, leider. Also ich, keine Ahnung. Okay, dann werde ich lösen: Bad Cat. Aber nicht der Titel, oder? Doch. Ernsthaft? Warte mal bitte, das nicht. Gut, bei Bad Cat hat man immer so über das Spiel geärgert. Aber ein schlechtes Spiel, was das Schlechte schon im Titel hat. Und ich habe mir den Titel damals wegen der Musik gekauft, weil ich sie hören wollte. Und jetzt erinnere ich mich nicht mehr dran. Das ist traurig. Ja. Naja. Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir uns mit dem dritten Titel ein bisschen mehr mit Ruhm bekleckern. Sven, du bist mal. Ja, ich freue mich. Gruselig. Warte mal, ist das North Sea Inferno? Respekt. Korrekt. Ja. Wow. Ich glaube, Robin hat es auch erkannt. Er liebt diesen irakischen. Hast du gerade die Datei mit den Lösungen? Nein. Der Retro-Hunter hat wieder ein Musikstück erlegt. Der Retro-Hunter. So, danke, dann habe ich ja meinen Dienst geleistet für heute. Und, das Hintergrundgeschrei hat mich dran erinnert. Genau, ganz großartig. Nee, also ich auch natürlich nicht bekannt unter dem Namen Persian Gulf Inferno. Persian Gulf Inferno. War doch, glaube ich, lange auf dem Index und so, ne? So ist es. Ja. Mit Sicherheit. Und ich glaube, ich habe es letztens erst mir gekauft, mal als Boxed-Version. Mhm. Und eins der wenigen Spiele, das ein ASM-Hit war und eine Powerplay-Gurke. Aber das kann Das ist. Dann gehen wir mal zum Track Nummer 4, würde ich sagen. Das kenne ich. Scheiße. Nee. Ich dachte erst Street Surfer, ist es aber nicht. Scheiße, ich kenn's. Ich auch. Die Höhenbindung verknoten sich aber. Es wird zu Bubble Bobble 4 passen. Ja, ne? Nein. Keine Ahnung. Nee. Das weiß ich nicht. Am Anfang war ich bei Street Surfer, aber das geht anders weiter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Am Anfang ist Street Surfer. Jetzt nicht mehr. Nee, kommen wir nur drauf. Und das sind die einfachsten. Mir schwant übles.
Wolfgang, erlöse uns von der 4. Ja, zuerst mal richtig. Gleicher Sounder wie bei Street Surfer, The David Whittaker. Nein, im Ernst? Ja. Aber das Spiel... Ja, das klappt immerhin noch bei mir. Das Spiel ist der Vorgänger von Blood Money, Man Ace. Oh, habe ich nie gespielt. Oh, natürlich. Doch, ich habe es gespielt. Schöner, ganz toller Links-Rechts-Shooter. Liegt daran, dass Shooter auch heutzutage absolut nicht meins sind. Da bin ich... Macht ja nichts. Gucken wir mal. Vielleicht kommen wir ja mit der 5 ein bisschen weiter. Fußball. Aua. Dead. Scheiß Amiga-Mod, Entschuldigung. Das war's schon? Gott. Hört ihr da was? Ich höre nämlich nichts. Kurzer Song. Das klingt, als wenn ein Programm entpackt wird. Hatte auch gerade irgendwie so irgendwas. Fastloader. The Game. Es klingt fürchterlich, aber es ist ein Fußballspiel natürlich, aber. Es war nur so ein bisschen. Don't ask me which. Da war doch eins. Ja, es ist halt schade, dass aufgrund der Uhrzeit der Chat so dünn besetzt ist, weil das ist eigentlich ein Klassiker, aber. Da muss ein bisschen Fußball. Wenn es ein Klassiker wäre, wüssten wir es doch, Wolfgang. Ja, ihr spielt ja auch so viel Fußballspiel. Ja, Moment, das war gerade jetzt wirklich der Sound, also oder was? Achso, ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen, dass er den noch nicht gestartet hätte. Darf ich mir den nochmal hören? Ja. Natürlich. Das ist doch gar nichts. Ich höre. Ja, das höre ich auch. Das ist das Problem. Weiß ich, Micropro Soccer. Kickoff. International Soccer. Sensible Soccer. Gleich haben wir es alle durch. Der Fab hat recht, es ist Kickoff 2. Kickoff 2. Das ist die einzige Serie, die ich lange. Das ist Kickoff 2 und zwar spielt Deutschland gegen Spanien und zwar in der zweiten Halbzeit um 45. Ich dachte am Anfang war es die Crunchy vom C64. Also, das war so ein Geräusch, als wenn irgendwie eine Demo sich auspackt oder irgendwas. Das ist okay. Unglaublich. Du belästigst uns hier wieder mit Soundmüll, das ist echt schlimm. Machen wir schnell weiter. Ja, ganz schnell, vergessen wir das. Nummer 6. Elvira. Crossout? Yes. Wow. War Crossout? Das Intro. Welcome to Crossout, natürlich. Wobei ich das Crossout noch weggeschnitten habe. Naja. Ja, das hat mich gerade auch gewundert, aber ich kenne ja deine fiesen Tricks inzwischen. Ja. Shooter, weg, weiter, genau. Komm, Witz. Shooter. Kannst du genau, irgendwas von denn? Cinemaware spielen, ey? Und das errate ich dann nicht, und dann kann ich einpacken. So. Was ist das für ein Geblubber? Hört ihr schon was? Ja, aber sehr leise. Es blubbert vor sich hin. Gar ich auch nichts. Ja, ich auch nicht. Schade. Komisch, normal müsstet ihr es hören. Ich höre es jedenfalls. Ganz unten an der Hörgrenze. Gerade so. Ganz leise ist das. Ich weiß nicht, warum es so leise ist. Das hat Wolfgang nicht sauber ist abgemischt. Das Kick-Off-Syndrom, ja. Ja. Also, das klingt wie ein blubberiges Amiga-Mod, was kaum Lautstärke hat. Dann macht die 8. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Okay. Mal gucken. Aha. Jo. Silkworm. Hab ich gerade gespielt. Scheiße. Nein. Hab ich gerade gespielt. Scheiße. Nein. Oh. Mist. Ist das nicht so ein Skateboard-Spiel? Nicht ganz. Doch, das Auto wird von oben reingelassen mit so einem Ding. Ja, das ist von Mr. Butler. Ja. Die Grafik ist Butler. Snow or Die ist She or Die. Meine Fresse. Oh. Nein, das ist ein Autorennen. Power Drift, ja, so ähnlich. Okay, Power Drift. Doch, so ähnlich. Mann, das habe ich so oft gespielt. Ich habe ja richtig Mühe heute. Oh, ich hasse das, wenn es dir auf der Zunge liegt und du siehst die Bilder von dem Spiel und du hörst die Musik und kommst nicht auf den Titel. Auf alles andere, aber nicht auf den Titel. Genau, auf den Programmierer der Grafik kommt. Wie das Auto. Erstaunlich. Genau. Okay. Nummer 9. Ja, das ist ganz. Ganz klassisch, aber ich kenn's nicht. Das gibt's doch nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Das ist krass, wenn du weißt, wie die Melodie weitergeht im Kopf. Und du weißt aber nicht. Aber. Also ich weiß bei vielen Sachen, wie Melodie weitergeht, obwohl ich sie nie vorher gehört habe, aber das ist ein anderes Problem. Ich kenne es nicht. Das ist auch richtig schwer.
Ach, das ist auch richtig schwer. Also, okay. Das ist jetzt mal ein Spiel. Haut da raus hier. Was war das? Hast du nicht gelöst? Keine Ahnung. Ich kenn's nicht. Dann löst uns das auch. Space Harrier 2. Oh Gott. ist das auch Whittaker dann? Oder Matt Furness. Aber bei der 10 okay, geht es jetzt nur darum, wer am schnellsten ist. Okay, dann alle schweigen und dann spiele ich es ein. Wir lauschen Space jetzt. Space Invaders. Bomberman. Yep, auf Amiga. Deiner Blaster. Right. Ja, deine Blaster. Klar. So, das waren die 10. Und jetzt haben wir noch 2 Bonustracks zum Thema Jaguar. Haben aber nur einen Jaguar-Experten. Ich bin raus. Richtig viele Experten noch hier. Ja, ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben Jaguar-Spieler versucht, im Emulator zu spielen. Aber das. Ich habe das nie gespielt. Ich hatte auch nie eine. Witzigerweise werde ich aber bald ein Spiel dafür veröffentlichen. Aha. Ja. Nö. Aber wahrscheinlich nur, weil es ein Port von vielen ist, oder? Es ist eine Portierung natürlich. Aber wir haben uns da ein paar so neue Sachen eingefallen, extra für den Jaguar. Wird bald angekündigt. Okay, dann gewöhn dich schon mal daran, was jetzt abgespielt wird. Nee, keine Ahnung. Fab, du musst jetzt lösen, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Ohne hier Druck aufbauen zu wollen. Nein, gar nicht. Schmitz. Die 11. Ist das hier Dragon? Alien vs. Predator? Alien vs. Predator. Wo ist denn meine Liste mit den Spielen? Wo ist das Pad? Das sind doch nur 12. In Berlin wird wieder geschummelt. Das sind doch nur 12. Das ist ein Kind, nein. Ich hab über 60 Spiele. Original. Wow. Nice, ne? Es ist belanglos auf jeden Fall. Ja, es hat eine markante Sprachausgabe. Da wird eigentlich der Titel genannt. Und deswegen hast du es rausgeschnitten, richtig? War das etwas witzlos, das drin zu lassen. Aber ich meine, ihr habt euch darüber auch lustig gemacht und es ist ein sehr blutiger Titel. Ja, Moment, das Pad ist der Mortal Kombat Clone, oder? Ja. Fab versucht nebenbei schon wieder irgendwo zu schummeln. Ich hab keinen Plan. Fab hat schon verdrängt, erfolgreich. Okay. Nee, dann sag es uns bitte. Kasumi Ninja. Na, das haben wir auch ganz am Ende nur mal kurz gedisst. Das ist ja wirklich ein horrorschlechtes Spiel. Eines der schlechtesten. Das war aber das Highlight. Aber der letzte jetzt, Fab, den muss ich stimmen. Ich hatte eigentlich mal einen Jaguar, aber ich habe es wieder verkauft irgendwann, weil ich es nie benutzt habe. Warum auch? Ja, genau. Du weißt, dass du die nächsten. Wir starten mal die Nummer 3 Folgen. Hier wird gar nichts geschnitten. Der Cutter ist in Streik getreten vor ein paar Wochen, also das klappt nicht mehr. Nein. Die 12 für Fab. Tempest 2000? Jawohl. Das könnte durchaus sein, ja. Echt jetzt? Ich habe das noch nie gesehen, das Spiel. Das ist Jeff Minter-Ding. Ne? Ihr habt gesagt, das hat so moderne Musik. Ihr habt was über die Musik gesagt. Ja, ja. Ja. Okay, dann war das Ding von Jeff Minter demnach. Genau, die Legende. Ja. Oh nee, wie gesagt, ich habe gestern angefangen, ein paar Sachen davon zu spielen und das war wirklich sehr interessant, weil ich fand das Thema mal hochinteressant und ich bin selbst auch überhaupt nicht auf dem Jaguar-Film. Das war immer so eine fremde Welt für mich. Und das war schon mal spannend, darauf zu gucken, aber ich kaufe mir keinen, auch wenn es nette Sachen darauf hast gibt. Hast du denn jetzt eigentlich einen Zweiteiler oder doch einen Dreiteiler draus gemacht? Aus unserem. Es sind 2-Teiler geworden. Ja, ich habe euch. 3 Teile wären ein bisschen. Ja, das geht vielleicht. Gut. Das waren ja nur 3 Stunden, knapp über 3 Stunden. Ja. Nein, das war gut. Ich habe da schon reingehört. Wie gesagt, alles in Ordnung. Und die Hörer der Konserve haben ja jetzt auch schon einen Eindruck davon. Ja. Vielleicht waren die ja etwas besser. Ja, der Björn hat aber auch echt eine Menge Ahnung über die ganzen Interna da gehabt. Also wirklich. Absolut. Das war faszinierend. Der hat ja auch über die Spiele, über die Entwicklung Sachen gewusst. Das wissen wahrscheinlich nicht mal mehr die Entwickler. Also was der sich im Laufe der Jahre da zusammengesammelt hat. Wahnsinn. Ja. Egal, Wolfgang, du hast doch jetzt garantiert noch ein paar schöne Fragen für Sven, oder? Ja, bin ich natürlich noch ein bisschen irritiert, weil du Bad Cat nicht erraten hast, aber dafür Tempest 2000, aber okay. Also sagen wir so, Bad Cat spiele ich auch sehr selten. Das ist ein Titel, das habe ich im Podcast schon oft gesagt. Dem Titel gebe ich alle 2 Jahre eine neue Chance, weil ich denke, der muss ja gut sein. Das erzählt ja alle 3 Folgen. Und alle 2 Jahre... Und alle 2 Jahre merke ich erst Scheiße. Warum muss er gut? Nur weil er von Rainbow Arts ist, oder?
weil ich eigentlich Rainbow Arts mag, weil ich eigentlich die Musik von Hülsbeck mag und eigentlich auch so Sportspiele in der Form mag, aber das Spiel ist einfach nicht gut. Nee. Und wenn du dann zum 10. Mal vom Ball gegen die Mauer knallst, dann hast du auch keinen Bock mehr drauf. Ja, Die halbe Prominenz der deutschen Spieleindustrie war an diesem Werk irgendwie beteiligt. Also musst du irgendwie mal die Credits angucken. Ja, deswegen sage ich auch immer wieder, eigentlich möchte ich das Spiel Wahnsinn. Mögen. Ich möchte es mögen, ich kann es nicht. Egal, Wolfgang. So. Dann okay, Sven, wir fangen mal an mit deinem neuen Projekt, dem Sofa-Zeitreise. Podcast. Ja, hast du ihn aufgeklärt über die Joker? Da fiel mir erstmal auf, dass ich über etwas Probleme über Google hatte, den zu finden. Hast du da vielleicht einen Tipp oder muss man über Facebook gehen? Hey, gut, das ganze Projekt ist ja erst seit 4 Tagen live. Also von daher ist es, also es ist jetzt auch seit 2 Tagen, es hat irgendwie 2,5 Tage gedauert, bis iTunes das freigegeben hat. Also man findet uns auf iTunes, aber ansonsten wird sich wahrscheinlich irgendwann geben, nach weiß nicht, 1-2 Wochen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt alles erst seit Sonntag mit dem Projekt gestartet. Also von daher dauert das noch ein bisschen Tage. Aber irgendwann hoffe ich, wird man einfach, wenn man Zeitreise-Sofa bei Google eingibt, und nicht bei IKEA, auch direkt die Seite finden oder ja, Facebook twittern. Oder sonst irgendwas. Oder mir einfach auf bei Facebook twittern, genau, bei mir einfach. Ja, das geht doch. Du kannst ja mit, umgekehrt geht's ja auch. Du kannst ja auch einfach über Twitter verbinden. Facebook geht ja auch, ne? Also ist ja. Nein, also ja, von daher, oder mir einfach auf Twitter @sunnyfox folgen und dann werde ich das immer promoten. Gut. Also ich habe mal reingehört, also das ist ja, machst du das mit dem Onkel Jo, dem Joe Hesse zusammen. Und die erste Folge geht ja maßgeblich um Asterix und Obelix Comics. Eigentlich generell alles Asterix und Obelix, ja. Asterix und Obelix, genau. Und ja, Spiele werden da ja auch teilweise besprochen zum Thema. Aber ist das die Abgrenzung zum Zockersalat oder wird es auch mal nur um Spiele gehen? Das ist halt, also es ist natürlich wir erfinden das Rad ja nicht neu. Serjo und ich, wir haben halt einfach wieder Bock gehabt, mal ein gemeinsames Podcast-Projekt zu machen nach dem Zockersalat und genau, machen wir einfach wie das, was wir können, labern. So. ob es jetzt qualitativ hochwertig ist oder so, das muss dem Zuhörer gestattet sein. Aber nein, also die Idee ist halt einfach wirklich, dass wir uns ein Thema nehmen und sagen halt, okay, darüber unterhalten wir uns. Das war jetzt hier Asterix und Obelix. Und beim nächsten Mal wird es was anderes sein. Und das kann auch sein, es kann ein Spiel sein, dass wir uns wirklich über ein Spiel nur unterhalten. Es kann aber sein, dass wir uns über eine Fernsehserie unterhalten. Es kann sein, dass wir über ein Thema, das auf mehrere, wie gesagt, bei Asterix und Obelix, also auf Comic, Film, Spiele geht, darüber unterhalten. Also wir sind da einfach, deshalb nennen wir es auch Zeitreise-Sofa, weil wir einfach, wir können uns über aktuelle Sachen unterhalten, wir können uns aber über Sachen unterhalten, die 30 Jahre zurückliegen. Ne? Wir sind da alles offen. Offen, sehr, sehr flexibel und offen für alles. Deshalb haben wir es einfach so. Eine Frage noch zum Stand von Cinemaware. Wie sieht's da aus? Kommt da wieder was? Oder? Wir sind gerade dabei mit den Releases hier von Rocket Ranger, dem Extended Collectors Edition. Da sind wir jetzt gerade dabei, das auch an die Vorbesteller auszuliefern. Ich bin ja gerade dabei, also der Shop wird ja jetzt von Dragonbox übernommen. Das heißt, sie machen den ganzen Vertrieb für mich, weil das einfach zu viel ist, das alles von zu Hause zu machen. Ja, cool. Wie gesagt, diese Wings Remastered Edition für den Amiga, die wird jetzt auch released, ist zwar noch, da wird es dann auch noch Updates geben, weil es noch weiter in der Entwicklung ist. Und ich habe ja gerade gesagt, also es kommt halt ein Jaguar-Spiel demnächst raus. Könnte man sich ja vielleicht denken, von welcher Firma das kommt. Und also da geht's noch weiter. Also ich kann schon sagen, das sind also in den nächsten anderthalb Jahren sind irgendwie... Wie ist das da im Augenblick mit Cinemaware? Da hängt doch noch eine andere Firma jetzt auch drin mit den Rechten. Wie ist das aufgeteilt im Augenblick? Wie geht das jetzt?
Starbreeze. Starbreeze macht Neues. Genau, Starbreeze möchte wohl neue Sachen machen. Und die haben mir die Erlaubnis und die Genehmigung erteilt, mit CinemaWare Retro weiterzumachen. Die haben gesagt, hier, das finden wir toll, was du da machst, weil du hältst dadurch die Marke am Leben. Ah. Die alten Sachen kannst du also so oft du willst für andere Systeme noch wieder updaten, verbessern oder was auch immer. Die verfolgen da ja auch irgendwie andere Ziele, ne? Was heißt so oft, so oft ich will? Also ich muss denen schon sagen, hier, also sie haben von mir jetzt so einen Plan gekriegt, das und das, das und das haben wir vor. Und da haben die gesagt, ey, das ist super und ja, mach bitte. In den Kinofilmen It Came From The Desert, da warst du aber in keiner Weise involviert. Oder hattest du da... Der war die Ameise. Genau, ich war die dritte Ameise von hinten rechts. Doch, da war ich involviert. Genau. doch, da bin ich und war ich ein bisschen mit involviert. Also einerseits stehe ich netterweise sogar auch in den Credits mit drin. Aber, und zwar, ich hatte das Drehbuch auch bekommen und bin eigentlich derjenige, der den Anschluss, weil die hatten gefragt, sie wollen einen Film mit Spinnen machen und ob sie den It Came From The Desert nennen dürfen. Und dann habe ich dann halt... Genau, das war so der Plan erstmal. Und dann, weil die halt auch, die kannten das Spiel und dann haben gesagt, aber ja, wir wollen Spinnen machen, habe ich gesagt, dann mach doch Ameisen. Weil Spinnen gibt's schon so viel und Ameisen passt ja auch zum Ding. Und was auch ist, wo ich auch so ein bisschen so hingedrückt habe, ist, dass dass der Film ja in dem Sinne eine Fortsetzung ist von den Spielen. Also die Ereignisse von damals werden auch angesprochen im Film. Also von den Spielen. Wie hat dir das Endergebnis gefallen? Sehr unterhaltsam, weil der Film macht eine Sache sehr gut, er nimmt sich nicht ernst. Und das merkt man einfach dem Film an. Und das ist wirklich eine Sache, die ich von so einem B-Movie erwarte. Ne? Also auch der Regisseur sagt hier, das ist halt nun mal in Anführungsstrichen eine kleine Produktion, man muss halt da, und das merkst du halt auch in dem Film, du merkst halt auch, dass die Leute Spaß hatten und es ist einfach so, was ich von so einem B-Movie erwarte, wirklich die klassische Action-Horror-Unterhaltung, auch sehr schöne Gags, aber auch wirklich ganz, ganz kleine, liebevolle Details, wo du merkst, okay, da haben sie sich ein bisschen am Spiel orientiert, also du hast manchmal so eine Top-Down-Sicht auf die Ameisen und sowas. Wie im Spiel, also, erkennst du dann direkt und die Charaktere, die beiden Figuren, das erinnert so wirklich sehr an Bill und Ted. Also es ist wirklich sehr, also ich habe da meinen Spaß gehabt beim Film, ja. Ja, das schließt sich auch irgendwo der Kreis, ne? Ich meine, It Came From The Desert basiert ja auch auf einem B-Movie, ne? Auf Formicula. Genau, Them. Nee, auf Them. Ah, ja, auf Them, Und da sind auch Anspielungen dran. Anders. Ja. Genau, okay. Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Also Sven, es ist relativ einfach. Es gibt 1 bis 10 Fragen. Wie viele Fragen gestellt werden, hängt so ein bisschen von deinen Fähigkeiten ab. Also es kann noch die erste Frage vorbei sein. Genau. Also wenn du die erste Frage, beantwortest, dann ist das Spiel auch direkt vorbei. Du hast aber 4 Joker zur Verfügung und die kennt man so aus dem Fernsehen, der 50-50-Joker, der Frage-Tauschen-Joker, da kannst du eine Frage wegtauschen, die dir nicht gefällt. Dann gibt es den Experten-Joker, das wären in dem Fall hier Patrick und Fab, oder der Chat-Joker, da kannst du den Chat befragen, wenn du nicht weiter weißt. Wie soll man bei der ersten Frage auslösen, wenn man doch den Frage-Wegtauschen-Joker hat? Wie soll das gehen, bitte? Indem du doof bist und den Joker nicht setzt. Ach ja, okay, stimmt. Indem man einfach indem man falsch antwortet. Genau. Fab. Ja. Solche Menschen gibt es, wenn du sowas bei Wer wird Millionär machst, stehst du am nächsten Tag in der Bildzeitung. Genau, kommst in jeden Jahresrückblick. Welches Greenwood-Spiel schaffte es trotz umstrittener Qualität in die Top 10 der Amiga-Charts? A. Ran, B. An, C. Den oder D, Speck. Ran an den Speck, mein. Ran. Ran. Das klingt sicher, das würden wir einloggen, ohne Joker. Ja.
Ich höre kein Nein, dann logge ich das mal ein und das ist korrekt. Der Randtrainer war das. Ja, der Randtrainer. Das war doch der, wie hieß der nochmal? Die PC-Fassung hatte doch so Videosequenzen mit dem. Ja. Der Moderator? Oder? Ja. Der. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Er muss ja ein Sat1-Typ gewesen sein. War Sat1 und macht jetzt ZDF so Talk. Kerner, ja genau, Johannes B. Kerner, der war das. Recht, der Kerner, ne? Ja, der war das. Krass, ja genau. Stark, ja. Dass man sich daran noch erinnert. Okay, Frage Nummer 2. Was versteht man unter Quicktime-Event? Bonus für Larry nach gutem Flirt? Cutszenen mit Schauspielern? Minigames bei Mario Party? Oder selbst ablaufende Kampfeinlagen? Quicktime-Events sind, eigentlich ist es D, aber dieses Selbstablaufende ist, weil da fehlt eigentlich der, dass du schon einen Knopf drücken musst. Ne? Also, dass es weiterläuft. Also von daher würde ich jetzt sagen, Dragon's Lair war eins der ersten Quicktime-Event-Spiele. Aber ich würde D einloggen, weil Mario Party, ja, das gibt's Minispiele, die auch auf Quicktime-Event basieren, aber ich denke, du meinst D. Wolfgang hat die Frage einfach ungenau formuliert. Im Prinzip läuft da ja ein Film ab, ja, wo man eigentlich nur Tasten drückt. Genau. Ne? Deswegen selbst ablaufende Kampfeinlagen, aber das hast irritierte. Du perfekt erklärt. Es sind nicht nur Kampfeinlagen. Aber wenn du zum Beispiel Fahrenheit spielst, dann hast du zum Beispiel so eine Gitarrensequenz. Da spielt der Gitarre und da musst du mal so. Weil dann kommen wir nämlich zu Larry, weil wenn du gut Gitarre spielst, knallst du die Alte da. Also von daher. Ja. Okay, prima. Dann Frage Nummer 3. Hat SimCity-Erfinder Wright zu einem Interviewtermin zugesagt? Dann will. Ciao. Hallo. Servus oder willkommen. Bitte was? Kannst du noch mal? Was? Ich habe die. Ich wiederhole die Frage ja, nochmal. Du hast sie schon richtig verstanden. Hat SimCity-Erfinder Wright zu einem Interviewtermin zugesagt? Dann will A. Ciao, B. Hallo, C. Servus oder D. Willkommen. Hat er zugesagt, dann will kommen? Was? Ey, deswegen hätte ich so. Oh, Wolfgang verwirrt sie wieder an. Das ist doch nicht schwer. Nee, eigentlich glaube ich auch, dass ich es jetzt habe, aber lese es bitte noch einmal vor, damit ich es mir. Du musst nur auf den genauen Wortlaut achten. Okay. Hat SimCity-Erfinder Wright zu einem Interviewtermin zugesagt? Dann will. Ciao, hallo, servus, willkommen. Das ist so geil wieder. Oh Mann, schmeiß mich echt weg. Notfalls hast du ja Joker. Also vielleicht weiß es ja jemand. Du hast doch hier Joker. Dann will willkommen. Nee, das ist. Boah, ich bin gerade sowas von verwirrt. Aber es ist echt ein typischer Wolfgang, das ist normal. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, dann willkommen. Also er will ja dann kommen, aber hat er jetzt. Ja, würde Sinn machen, ne? Wenn er zugesagt hat, dann willkommen. Ist Wolfgang jetzt eigentlich gerade nett oder will er mich in die Pfanne hauen? Das ist so eine Frage. Das weiß man nicht. Das weiß man bei ihm nie, aber er hat selten Leute vor der fünften Frage rausgesucht. Als komplett, ja. Also kann ich jetzt. Aber ich kenne ja eure Vorgeschichten nicht. Mich verwirrt nur gerade, dass. Du weißt, dann will Servus. Du weißt, wie der Wright mit Vornamen heißt. Ja, Will. Deshalb meint es ja. Aber dann müsstest du eigentlich, vielleicht hast du bei der Ausführung, ich will dich jetzt nicht korrigieren, weil ich will ja eigentlich, dass du mir noch. Nee, er hat's richtig gemacht. Dann er hat's richtig gemacht. Kommen. Dann will kommen. Hä? Nee. Ja, dann will. Ach Gott, Mann! Oh, tut das weh. Ja, D. Ja, das ist Wolfgang. Nein, aber ohne Scheiß, es ist gut. Es ist echt eine gute Frage. Hör dir mal die Quizze der letzten 40 Ausgaben an. Welche Klopper bringt er jedes Mal? Ein sehr guter Klopper, muss ich echt sagen. Ja, also D. Willkommen. Ja, wir nehmen das, ne? Ja, und der Sven macht mir aber auch Angst, weil der hat hier noch alle vier Joker.
und ist schon mal Frage Nummer 5. Oh, ja, wir sind bei 5. Eieiei. Frage Nummer 4. Jetzt die Spezialfrage für dich. In welchem Werkzeug steckt ein Cinemaware-Klassiker? Du kannst doch keine Cinemaware-Fragen an Sven stellen. Doch, kann ich. Akkuhobel, Bohrhammer, Kettensäge oder Schwingschleifer. Bitte was? Kannst du bitte noch mal wiederholen? Du kannst es doch. In welchem Werkzeug steckt ein Cinemaware-Klassiker? Akkuhobel, Bohrhammer, Kettensäge oder Schwingschleifer? Scheiße. Ich glaube, er will dich jetzt blamieren. Kann das sein? Ja, aber in welchem Werkzeug steckt ein in welchem Werkzeug steckt ein Cinemaware-Spiel? Nochmal bitte, Wolfgang. Wir sind ja jetzt schon noch im etwas schwierigeren Bereich. Deswegen kommen, glaube ich, nur noch deswegen kommen wir auch die Cinemaware-Fragen. Ja. Was waren die 4 nochmal? Akkuhobel, Bohrhammer, Kettensäge oder Schwingschleifer. Ich habe auch keinen Plan, aber ich bin ja auch nicht der. Was? Also ich gratuliere Wolfgang schon mal dazu, weil dass er jemanden, der sich tagtäglich mit Cinemaware auseinandersetzt, ins Grübeln bringt, finde ich schon mal sehr gut. Ich glaube, dass es darum geht, irgendeins dieser Wörter auf Englisch zu übersetzen. Das kann sehr gut sein. Aber okay, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz, bitte, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich google hier, ich möchte mir die Wörter aufschreiben, damit ich sie sehe. Also nur nicht, dass ihr denkt. Du schreibst sie dir spontan in die Google. Nein, ich schreibe sie mir gerade in einen Editor rein. Akkuhobel, Schwingschleifer. Ja, Kettensäge und der Bohrhammer. Und die Frage war, in welchem Werkzeug steckt ein Zinnbohrklassiker? Ich hab's. Scheiße. Du bist unmöglich, Wolfgang. Unmöglich. Wenn du es schaffst, dass er die Cinemaware-Frage wegtauschen muss, ey, dann hast du wirklich. Ich finde die Frage auch nicht einfach. Das ist total simpel. Aber er kann ja einen Joker nehmen und dann lösen wir es. Aber der war gut. Also irgendwann erreichen wir dir einen Preis für verdrehte Fragen oder keine Ahnung wofür. Der zweite Klopper heute, nicht schlecht. Ich habe so die Tendenz zum. Keine Tipps zum geben, Wolfgang. Zum nicht, Hobel. Wenn er noch 4 Joker hat, ne? Aber ich bin da. Wie gesagt, du hast 4 Joker, sonst nutzt du einen davon. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz durch in mich, ob ich gerade irgendwie einen Titel. Das ist ja Cinemaware ist ja zum Glück nicht Ocean. Da ist die Release-Liste ja auch sehr überschaubar, selbst mit Dingern, die sie nur in den USA gepublished haben. Das stimmt. Wobei unser Podcast damals auch in 2 Teile geworden ist. Ich fand das echt krass. Ich denke, what the fuck, 10 Stunden? Wow. Nein, es war 10 Stunden. Nicht nur darüber. Ja, aber trotzdem, das ist schon. Nee. Das denken ja viele. Unser Podcast besteht ja aus vielen. Nein, unser Podcast besteht auch teilweise aus skurrilen Fragen. Auch das. Okay, welche Joker habe ich? Welche Joker habe ich? Sven, komm. Ja. Ich wiederhole gerne mal, du kannst die Frage einfach wegtauschen, dann kriegst du eine Ersatzfrage. Du kannst aber auch einen Experten befragen, du kannst den Chat befragen oder du kannst 50-50 machen. Okay, der Experte ist, wäre Patrick oder Papp. Der Patrick sagt, er weiß es. Ich habe sowas leider angedeutet, ja, das kann ich. Ja, dann nehme ich natürlich den Patrick. Gut, dann sage ich dir als kleinen Tipp, es geht um das Spiel Winx. Ja, Hobel, Plane. Nein. Okay. Lies mal die Worte ganz ruhig nochmal. Lies sie nochmal. Winx-Schleifer. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah, oh, bitte.
Und ich mache hier mehr komplizierte, ich übersetze gerade im Kopf, was zum Geier heißt Schwingschleifer auf Englisch. Oh. Ich bin einfach auf dem Englisch-Trip und dachte einmal, was ist eigentlich ein Schwings? Wings? Scheiße. Oh. Nein, ohne Scheiß. Natürlich steckt es drin und es ist auch eine eigentlich einfache Frage, aber wenn du so blöd bist und dir das einfach so komplizierst. Nee, ich muss dich beruhigen, das war nicht einfach. Ich habe es eben auch nur zufällig gemerkt und auch fast kam drauf. Also, das war jetzt eher Glück, dass ich darauf gekommen bin. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ich habe es mir hier gerade hingetippt und das hätte ich da spätestens, wäre es mir aber nein. Ja. Gute Frage, also ja, gut. Wolf. Das war nicht so eine Frage, da muss man auch die Antworten sehen. Ja, ich habe es nicht gesehen. Aber das ist halt einfach, weil ich mich drauf festgefressen habe, dass ich das übersetzen muss. Ja, das die Idee war ja gut. Ja. Na gut, aber kein Problem. Du bist jetzt mit 3 Jokern bei Frage Nummer 5. Das ist doch alle Ehren wert. Okay. Worum geht es in einem Level vom C64 und Amiga-Titel Rainbow Warrior? Hummels? Lewandowski, Robin. Oder wieder. Rainbow Warrior war das Greenpeace-Spiel. Nice. Das ist korrekt. Tatsächlich. Das waren 7 Minigames, die auf Greenpeace-Aktionen basiert haben. Und eine Aktion war, Fälle von Heulern einzufrieren, damit die nicht mehr gejagt werden. Das wusste ich nie, aber ich wusste halt, dass Rainbow Warrior, das hat was mit Robin zu tun. Aber ist eine schöne Frage, ja. Großartig. Dann sind wir bei Frage Nummer 6. Beschäftigt sich Ex-Nationaltorwart Ilkner mit dem N64 Action Game Blast Corps von Rare. Dann spielt Bodo mit dem Bagger, Blubbertwist, Mein Gott Walter oder Rudi mit dem gelben Nummernschild. Okay, bitte nochmal. Warum machst du so einfache Fragen? Ach, sei doch ruhig. Boah! Ernsthaft, ich freue mich hier gerade. Mobb doch nicht den Sven hier. Ja, bitte. Nochmal die Frage. Beschäftigt sich Ex-Nationaltorwart Ilkner mit dem N64 Action Game Blast Corps von Rare? Dann spielt A. Bodo mit dem Bagger, B. Blubber Twist, C. Mein Gott Walter. Oder D. Rudi mit dem gelben Nummernschild. Das ist eine 50-Euro-Frage, sorry. Ja. Tja, schade. Jetzt gibt auch keinen Experten-Joker mehr, aber. Sag mal, da ist doch auf. Gut, das Problem ist, ich hatte nie ein N64. Das ist schon mal die falsche Richtung. Ich hatte später ein N64. Natürlich kenne ich Bodo Ilkner. Also eigentlich müsste, wenn Bodo Ilkner, dann spielt natürlich Bodo mit dem Bagger. Das macht natürlich Sinn. Also er heißt nicht Walter oder Rudi. Also nochmal ganz kurz die Antwort. Also Bodo mit dem Bagger. Mhm. Blubbertwist, Mein Gott Walter oder Rudi mit dem gelben Nummernschild. Rudi mit dem gelben Nummernschild. Ablenkung. Das ist doch auch völlig egal. Ja, es macht Bodo, also eigentlich macht die Frage echt nur mit dem Bodo mit dem Bagger. Bodo mit dem Bagger. Das ist korrekt. Okay, worum geht's in dem Spiel? Das sind, da steuert man verschiedene. Gut. Ja, dann. Abrissfahrzeuge. Dann. Unter anderem auch ein Bagger. War, glaube ich, ein Launch-Titel. Na gut. Nummer 7. Ja, jetzt kommen, glaube ich, die schweren Fragen. Wollen wir es mal hoffen? Pause für Stöhnen. Nee, 7. Welches System wurde mit einem Super Bowl TV-Spot von Alien-Regisseur Ridley Scott angelehnt an Orwells 1984 angekündigt? Der Apple Macintosh, der Commodore Amiga, der IBM PC AT oder das NES? Das ist eine gute Retro-Allgemeinbildung. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Das war natürlich hier also Apple Macintosh, Amiga, irgendwas und was hast du noch gehabt? IBM PC AT oder das Nintendo Entertainment System. Das war ganz klar, das ist ein ganz bekannter Werk. Das habe ich gerade etwas verwirrt. Dass die Frage so einfach ist, ne?
Ja, Wolfgang, wäre zum Ende immer zu leicht. Mhm. Das kennen wir schon. Du kennst den? Ja. Nee, es war der Apple Macintosh. War auch, ja. Hab der sogar Apple den Macintosh. Da, der rennt doch da mit einem Hammer rein oder sowas. In dem Werbespot. Ja. Ja, kein Zweifel. Ah, ja. Kurz abzuschließen, wir loggen das ein, ja? Ohne Joker. Okay. Apple Macintosh ist korrekt. Hat 1,5 Millionen Dollar gekostet. Und Sie werden sehen, warum 1984 nicht wie 1984 sein wird. Das war die Message von diesem Spot. Prima. Okay, dann Frage Nummer 8. Der Ritter von Rotherwood heißt mit Vornamen wie ein Beast Lionheart Game von der Amiga Demo Group Alcatraz. Cedric, Geoffrey, Wilfried oder Wulfric? Was? Okay, jetzt nochmal langsam. Der Ritter von Rotherwood heißt mit Vornamen wie ein Beast Lionheart Game. Ja. Also ähnliches Spiel wie Beast oder Lionheart. Game von der Amiga Demo Group Alcatraz. Dann Cedric, Geoffrey, Wilfried oder Wulfric. Die Namen sind das Defender of the Crown, ja. Bekannt sein. Hm. Ja, ne? Aber hilft das? Als ob man das gestern gerade gespielt hat, dann wird es vielleicht helfen. Okay, kannst du was ausschließen oder sollen wir die Frage wegtauschen oder den Chat befragen? Ja, lies sie bitte noch einmal vor. Lies sie bitte noch einmal vor, komplett. Mhm. Gerne. Der Ritter von Rotherwood heißt mit Vornamen wie ein Beast Lionheart Game von der Amiga Demo Group Alcatraz. Cedric, Geoffrey, Wilfred oder Wulfric. Ich tendiere zu einem Joker. ich tendiere auch zu einem Joker, aber ich muss mal gerade überlegen, welchen. Was habe ich jetzt noch? Ich habe den 50-50-Joker. Den Chat-Joker und den Fragen-Tauschen-Joker. Das ist echt deprimierend. Ich tendiere zu zwei Stück gerade. Sag bloß nicht zu welchen, weil dann. Genau. Ich sag's mal nicht. Wir wissen bis heute nicht, wie sein Löschjoker funktioniert, aber das mit einem Würfel macht oder selber. Wir sind uns nicht sicher. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er es einfach für sich entscheidet. Schon wieder deprimiert bei so einer Cinema-Werf-Frage. Das kann ich mal aufklären. Es gibt eine schöne Webseite. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist toll. Dann tu mal zwei weg. Also ich weiß, dass sag ich lieber nicht. Oder hast du schon die wegmachst, bevor mich hier. Mhm. Gut, dann mach mal weg. Dann sag mal nichts. Dann sag ich, einen kann ich auf jeden Fall ausschließen. Okay. Mhm. So, dann klick. So. Entscheiden. Mhm. Es bleiben übrig der Wulfric und der Cedric. Wilfried ist von Ivanhoe. Geoffrey und Wilfried sind raus. Das weiß ich. Das ist richtig. So, und der Wulfric, der hatte kein Off oder sonst irgendwas. Der hatte was anderes drin. Das war so ein halber Robin Hood Wäldler Typ. Das muss Cedric sein. Ja. Das muss Cedric sein. Ja. Dann nehmen wir den, ne? Wir nehmen den Cedric. Und das Spiel von Alcatraz für Neo hieß Cedric and the Last Scepter. Eieiei. Ist also richtig. Bravo. Mit etwas Verlusten in Frage 9, die vorletzte Frage. Nach eingereichter Klage mussten die Gianna Sisters Twisted Dreams Coder Black Forest ihr Rogue Stormers umbenennen. Wie hieß es zuvor? Sorry. Hast du sie verklagt? Ja, genau, ich hab die Klage.
Nee, das hat was mit also der Jeans-Hersteller Diesel hat die verklagt. Die waren ja auch bei uns, als ja, ich noch bei Spieldicht gearbeitet habe, waren die auch bei uns im Büro, haben das Spiel ja gezeigt und so weiter. Und daher kannte ich Diesel Stormers, habe das auch damals gespielt und dann habe ich das mitgekriegt hier mit der Klage und so. Ja, fantastisch. Gut, dann kann man dir da auch nichts mehr vormachen. Das ist natürlich korrekt. Dann bist du jetzt bei der allerletzten Frage. Die hoffentlich Thema der Ausgabe ist. Das ist normalerweise ja, genau, aber in diesem Fall ich jetzt mal was raus. Hatte ich jetzt Jaguar nicht so einfach gefunden. Und zwar beim Atari Jaguar auf der Platine der dritte Chip von rechts oben heißt Tom und Jerry, das hätte ich auch noch gewusst, aber egal. Ja. Tom und Jerry? Genau. Ja. Okay, Masterfrage. Welcher Film zu einem Computerspiel hatte 2016 in Deutschland die meisten Besucher? Angry Birds, Assassin's Creed, Resident Evil 6 oder Warcraft? Das ist eine gute Frage. Assassin's Creed wird es wahrscheinlich nicht sein, weil der gefloppt ist. Ich glaube, die sind eigentlich fast alle gefloppt. Aber das na, Angry Birds war ein Erfolg. Angry Birds war ein richtiger Erfolg. Der hat richtig gut abgeschnitten. Aber hatte nur eine witzige Szene. Nee. Also der hatte mehrere. Also die witzigste Szene bei Angry Birds fand ich die mit den Shining-Vögeln. Mit den Schwestern. Ganz am Ende, wo da wird er durch eine Wand gehauen und dann stehen da hinten diese Shining-Zwillinge dahinter als so. Also Angry Birds. Das fand ich so geil. Ich fand die Szene, wie der in den Bach reinpinkelt und sie gerade das Wasser hinterher spucken. Da ach so, ja, du, die war natürlich auch sehr, sehr genial. Ja. Angry Birds war eigentlich ein richtiger Erfolg. Also das war, ich weiß aber auf jeden Fall, dass das, Assassin's Creed ist gefloppt. Dann welcher der Resident Evil von 2016, ne? Oh Gott, scheiße. Ich weiß, dass die in der Produktion sehr billig sind und dafür sehr erfolgreich. Die kosten, glaube ich, immer so irgendwie 10, 15 Millionen und spielen dann aber dafür echt irgendwie 80, 90 Millionen ein und sind aber dadurch nicht unbedingt in der Liga von sowas wie Angry Birds oder sowas, ne? Ach, The Final Chapter. Also Resident Evil war The Final Chapter, ne? Teil 6. Boah, was war der dritte Film? Der vierte? Ach, Warcraft, ne? Ach Gott, scheiße. Scheiße, da weiß ich, dass er in den USA ein Flop war, aber in China sehr erfolgreich. Ich weiß aber nicht, wie er in Deutschland gelaufen ist. Fuck. So, was für einen Joker habe ich nochmal? Du hast jetzt noch übrig den Frage-Tauschen-Joker. Ja gut, das ist ja die letzte Frage, das kann ich ja eben bei den Internet. Ist denn überhaupt jemand im Chat? Weiß das jemand im Chat? Die Frage darfst du vorher nicht stellen, stopp. Oh. Das ist gemein. Ja. Also bitte. Also du kannst beruhigt sein, also ich bin ja auch im Chat, also ich kann nur sagen, ich weiß es auch nicht spontan. Ich habe dieselben Überlegungen wie du, ich würde mich da raushalten. Soweit kann ich dir den Tipp geben, mehr weiß ich aber auch nicht. Ja, das Problem ist, ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher, weil ich glaube sogar, dass Assassin's Creed in Deutschland sogar doch gut lief. Dafür weltweit aber nicht. Aber das ist irgendwie so. Oh Gott, ey. Ich kenne die Box-Office-Dinger. Die kenne ich so für weltweit. Aber natürlich nie für Deutschland, weil mich interessiert immer, ob weltweit ein Film erfolgreich ist. Also ich würde sogar sagen, dass das Angry Birds der erfolgreichste ist. Ich denke mal, gefolgt von. Obwohl, Warcraft könnte durch China sogar einfach. Also Angry Birds, Warcraft sind oben ganz, ganz oben. Dann kommt Assassin's Creed und dahinter würde ich sagen, als letztes kommt Resident Evil, The Final Chapter. Aber, ach Gott, ich weiß es nicht. Okay, ich überlege gerade, ob ich die tausche oder den Chat nehme.
Ach, Jungs, was soll ich machen? Gibt's denn irgendwelche Lebenszeichen aus dem Chat? Also schreibt da jemand oder ist der blöd oder sowas in der Art? Die sind heute zumindest sehr still, sind aber auch nicht viele drin. Also ich würde mich jetzt nicht zu 100% drauf verlassen, sagen wir es mal so rum. Nicht bei so einer Frage, das ist ja auch eine Raterei. Nee, das ist... kann man nicht garantieren. Frag mal im Chat nach. Ja, ja. Frag mal im Chat Kannst du auch erst den Chat-Joker nehmen und dann immer noch die Frage wegtauschen. Das ist auch möglich. Okay. Dann schauen wir mal. Ich hole die Frage auch nochmal. Welcher Film zu einem Computerspiel hatte 2016 in Deutschland die meisten Besucher? Ja, das ist eine Mal Frage, die ist nicht gut für den Chat, glaube ich. Weil das sehr, außer die googeln natürlich wieder und schummeln. Aber vom Prinzip her ist das eine Raterei, weil deine Ausführungen waren ja sehr klar und sehr, sie waren bei mir ähnlich, aber ich würde da nie drauf wetten. Also. Das Problem ist halt einfach, dass ich gerade echt nicht weiß, welcher Film davon in Deutschland am erfolgreichsten war. Ich habe als erstes hätte ich gesagt Angry Birds, weil das ist der einzige Film, von dem ich weiß, von den dreien jetzt außer Resident Evil. Resident Evil ist immer ein Erfolg, weil die, wie gesagt, sehr günstig in der Produktion sind, aber halt weltweit sehr, sehr viel einspielen. Warcraft war schweineteuer, hat weltweit nicht so viel eingespielt, aber hat durch China sich mehr oder weniger retten können. Assassin's Creed wird als Flop gewertet, weil er war sehr teuer, hat aber weltweit nicht so viel eingespielt. Ich bin aber gerade echt ganz schwierig. Also ich tendiere sogar gerade eher wirklich zwischen Assassin's Creed und Warcraft, weil ich glaube, Warcraft hat sehr das ist einfach so als Vergleich. Also Resident Evil hat, weiß ich nicht, was hat der gekostet? 20 Millionen im Vergleich zum Warcraft, der, glaube ich, fast schon an den 200 Millionen dran war. Ne? Also das ist nur mal so als Vergleich zu sehen. Aber ich glaube fast, boah, scheiße. Also aus dem Chat kommt nichts. Also das heißt, entweder den letzten Joker zur Sicherheit verballern. Ja, das Problem ist... Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich weiß nicht, wie muss mir dies aufheben halt. Ja, das Frage Problem ist, wenn oder, ich den wegtausche und hier habe ich wenigstens eine Ahnung. Also für mich wird wahrscheinlich noch fieser werden. Ne? Das ist Das weiß man nie. Das kann aber passieren. Das ist genau. Aber wenn es jetzt Angry Birds wäre, wäre es ja fast zu einfach für mich gefühlt. Aber ich weiß es wirklich nicht. Weil der lief zumindest in Hamburg in den Kinos länger als die anderen Filme. Aber ob das was heißt, weiß ich auch nicht. Warcraft lief sehr lange in Deutschland. Ja, bei uns im Kino nicht. Ich wollte ihn gucken, da war er schon raus. Okay. Aber es heißt ja auch nichts. Okay, es ist jetzt egal. Also ich will die jetzt nicht wegtauschen, weil und es ist die 10. Frage. Also ich bin selber froh, dass ich doch so weit gekommen bin, obwohl es das ein oder andere peinliche Moment gab. Ich werfe jetzt eine Münze. Ich sag Warcraft. Ja. Du sagst Warcraft. Okay, dann loggen wir das ein und lösen diese Killerfrage auf. Fiese Resident Frage. Evil 6 ist in Deutschland Gut. erst im Januar 2017 in die Kinos gekommen. Was für ein Fiesling. Ist damit aus der Nummer raus. Bleiben 3 Filme. Auf Platz 3 Assassin's Creed 950.000 Besucher. Angry Birds 1,44 Millionen Besucher. Und Warcraft 1,23 Millionen. Dann war die Frage ist doch Angry Birds. Fuck. Es ist Angry Birds. Aber du hast dich gut gehalten. Waren doch mehr Kinder drin. Und ich sag doch noch du am Anfang. Du warst auf dem richtigen Weg. Ich sag aber Angry Birds, ganz klar Angry Birds, ne? Die ganze. Boah, ich bin so dumm. Einfach hätte ich gesagt Angry Birds. Ich begründe noch, warum der Film. Aber nicht bei der 10. Frage. Ich begründe es noch. Ja, aber ich begründe es noch, warum dieser Film am erfolgreichsten war. Ja. Und sag dann, das ist Wolf. Also, manchmal ist das Naheliegendste das Richtige, manchmal nicht. Das weiß man bei ihm nicht so genau. Aber du hast dich gut geschlagen. Ich weiß langsam, dass die Fragen zum Ende immer leichter werden. Ja. Nee, das war eine super Leistung, Sven. Danke. Das weiß ich Großartig. Inzwischen auch, da muss ich drauf achten. Egal. Nein, hast dich aber gut gehalten. Also alles gut, ist nicht peinlich. Also da gab es schon andere Sachen. Das war wirklich eine gelungene Vorstellung. Und auch bei den Sounds haben wir uns ja einigermaßen
durchgerettet. Es ist immer wieder spannend, was sich Wolfgang so raussucht. Vor allem, ich kann es immer nur wiederholen, einige Fragen sind einfach brillant. Und wie gesagt, ein Cinemaware-Experten mit Cinemaware auf dem falschen Fuß zu erwischen, ist genauso nett, wie du mich immer mit Hülsberg quälst. Da suchst du dir wirklich Sachen raus. Wunderbar. Kann ich wieder wirklich nur meinen Hut ziehen. Also danke für diese schöne Auswahl, Wolfgang. Nee, vielen, vielen Dank und mal gucken, was er sich fürs nächste Mal ausdenkt. Vielen Dank an Sven, vielen Dank genau. auch an Wolfgang und wir sind gespannt, was das nächste Mal passiert. Retro Today. Retro Gegenwart.
Ja, jetzt sind wir in der Retro-Gegenwart und da zeigt sich, dass wir mal wieder super vorbereitet sind. Wir haben ganz, ganz viele tolle Links in unserem Pad stehen und wir haben gar nicht abgesprochen im Vorgespräch, wer sich um welche Links kümmert. Ja, hier sind ja wieder Vollprofis am Werk. Na, ist doch alles da, das heißt, ich fange jetzt... Ja, Robin hat jetzt irgendwie Wildbuchstaben gewürfelt. Aber ich fange mal spontan an, weil Robin hat da ein P vorgeschrieben. Und das passt auch, weil P wie Psytronic Software, da gibt es nämlich neue Releases von dieser Firma und einige Releases. Da haben wir einen Link in den Shownotes. Und wer unsere Zwetzig-Folgen gehört hat, der weiß auch, dass die bekannt sind für so tolle Titel wie was war das? Night and Grail zum Beispiel oder Joe Gunn und diverse andere Dinge. Und die haben neue Produkte immer mal wieder im Angebot. Und den Shop kann man, wie gesagt, aufrufen und dort digital auch Spiele bekommen oder sie sich auf Kassette, Diskette oder auch als Collectors Editions bestellen. Also eine Firma, die es auch heute oder heute wieder gibt, die so ein bisschen im Stil, sag ich mal, so ein bisschen aussieht wie, was hatten wir noch gesagt, Fab, weißt du das noch, an wen sie uns erinnert hatte? Da hatten wir da irgendwie einen Vergleich. War so ein bisschen Psygnosis, ne? Oder so die Richtung, ja, genau, glaube ich. Ja gut, bei Psytronic kann man da jetzt auch drauf kommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Super, dass es Firmen gibt, die immer noch neue Produkte für den C64 rausbringen. Robin, was hast du Schönes? Ja, in meiner langen Laufbahn als Computerspieler habe ich eigentlich meinen Traumjob gefunden. Denn die Bundesprüfstelle sucht neue Spieletester. Und zwar kriegt man Geld, 10 Euro die Stunde dafür, dass man Spiele überprüft. Wer jetzt denkt, er kann da sitzen und 10 Euro die Stunde dafür bekommen, die aktuellsten, tollsten neuen Spiele zu bekommen, der irrt aber. Denn es ist so, dass man eigentlich nur das bekommt, was die USK, wo die USK sagt, das ist ein Spiel, was noch nicht mal die 18 bekommt, sondern das Spiel, was aus dem USK-Siegel rausfällt, da muss dann nämlich die Bundesprüfstelle überlegen. Also die richtig spannenden Spiele kriegen die. Ja, aber auch nicht das aktuellste. Also da ist das ein bisschen problematisch. Und man kann immer davon ausgehen, dass die USK die großen Blockbuster immer spätestens mit einer 18 durchlotst. Also da sorgen sonst die Spielehersteller selbst für. Also ihr werdet dann vermutlich Spiele spielen, die aus Amerika kommen, die keinen oder einen sehr kleinen Publisher in Europa haben und die einfach sehr brutal sind. Und es ist dann so, dass man tatsächlich dann da sitzt, die Sachen spielt und ein Referat vorhält, also eine Vorstellung. Man muss dann diesem Rat sagen, was das Spiel ist. Die fragen einen dazu, was ist Sinn des Spiels, was gibt's für menschenverachtende Dinge, die da passieren, was könnte das Problem sein? Und daraufhin, anhand dem, was man dort erklärt, wird dann überlegt, ob das Spiel indiziert wird. Und man muss dazu sagen, die suchen nicht irgendwelche Leute, die ein bisschen zocken, die suchen wirklich Spezialisten. Also das passt auch wunderbar zu dem Interview mit Herrn Butler vorhin, der ja von den Kids gesprochen hat, die dann für die Umsetzung von Spielen mal eben Spiele durchspielen mussten, damit sie sehen können, wie die aussehen. Denn auch diese Zocker müssen die Spiele komplett durchspielen, weil sie sonst nicht beurteilt werden können. Genau. Und das ist bei einigen Titeln mit Sicherheit nicht einfach. Ja, ich wollte noch einen kurzen Hinweis geben, auf eine Datenbank, ich glaube, das hatten wir schon mal in einem früheren Podcast, bei retrocollect.com, Videogame Database, findet man eine sehr gute Übersicht über hauptsächlich Konsolentitel mit allen möglichen Daten. Das ist manchmal ganz spannend, wenn man mal kurz Informationen sucht, die man vielleicht bei anderen Datenbanken nicht findet. Ja, Fab, du hast dich um ein Spiel gekümmert. Na, was heißt gekümmert? Robin hat es dir zugewiesen. Genau, es gibt jetzt ein ganz niegelnagelneues Spiel von Black Forest Games, und zwar Bubsy the Woolly Strike Back. Und das ist ein neuer Teil von einer altbekannten Spieleserie, von der Bubsy-Serie. Und das gibt es jetzt neu für Windows und PlayStation 4. Und die wollen wahrscheinlich noch mehr Accolade-Games irgendwie umsetzen, so wie ich das hier verstehe, wie zum Beispiel Hardball, Slave Zero, Eradicator und Redline und so weiter. Da gibt's einiges, was die hier noch bringen wollen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Bubsy-Spiele gar nicht so gut kenne. Das macht mir aber nichts aus, weil jetzt habe ich da jetzt Interesse mal zu gucken. Ihr kennt euch da bestimmt besser aus. Sind das, gab's nicht auch ein Bubsy auf dem Jaguar? Oder bin ich da jetzt verdreht? Ja, richtig. Max, da habt ihr doch drüber geredet und da habt ihr doch auch erzählt, dass das von
der Firma, die auch das neue Joanna Sisters gemacht hat, Black Forest Games umgesetzt wird. Das ist doch genau der Titel, über den, das passt ja heute wie die Faust aufs Auge. Das ist Black Forest Games, natürlich. Genau, und auf dem Super Nintendo gibt es auch eine ganz gute Fassung. Die Musik, ja, und die Musik von der neuen Fassung ist, soweit ich weiß, von Chris Hülsbeck. Ah, das macht natürlich Sinn, dann lohnt sich das da bestimmt, da mal reinzugucken. Das gibt's halt definitiv, dann auch irgendwie also bei der diese Perfect Edition, die für die PlayStation 4 rausgekommen ist, da gibt's dann auch eine richtige Hardware sozusagen, da hat man was in der Hand, wenn man das Spiel kauft, und eine Soundtrack-CD und noch einigen anderen Krempeln dazu, also ist für Sammler natürlich Gold wert sowas, ne? Ja, dann gab es bei Facebook eine ganz witzige Diskussion, da müssen wir gar nicht jetzt groß drauf eingehen, aber ich fand diese Erinnerungen, diese Dinge, die wir den Leuten wieder in die Köpfe gebracht haben, ganz witzig, denn unter BuzzFeed.com gab es ein Foto, wie kann man das beschreiben, Robin? Eine Fotoreihe. Leute zur Netzwerkparty gehen? Genau, also eine Fotoreihe aus den 90ern, wie Leute sich zum Netzwerk daddeln, treffen und Einkaufswagen voll 19 Zoll Monitore und riesige Computergehäuse zu so einer Party schleppen und dann nachher mit diesen riesigen Monitoren auf dem Tisch miteinander daddeln. Ja, ich war auch so einer. Gab's schöne Kommentare, da schrieben dann einige von dem Gewicht, was geschleppt wurde, vom Kabelsalat, von 40 Grad Temperaturen, von Geruch aus Pizza, Schweiß, Energy und Bier. Ja, dann hatte es nie funktioniert und es gab Rauch, der sich an der Decke sammelte und Schweiß, der von der Decke tropfte. Und so ein Spruch wie, warten nur noch einmal booten, dann funzt es, finde ich sehr schön. Was habt ihr so eine Erinnerung an solche Retro, das sind ja keine Retro-Partys, heute würde man sagen Retro-Partys, früher waren das die aktuellen LAN-Partys. Die sind doch, das sind Vintage-Partys. Na, also ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir dann sozusagen 4, 5, 6 Tage oder so hintereinander sowas gemacht haben, aber die Hälfte der Zeit, die ersten 3 Tage sind wirklich nur draufgegangen, damit überhaupt das Netzwerk zu konfigurieren. Und es gab immer irgendeinen, bei dem es nicht funktioniert hat. Und da kann Robin, glaube ich, ein Lied vom singen, weil du hast, glaube ich, Netzwerke meistens damals versucht zusammenzusetzen, sei es diese Ringnetzwerke oder was auch immer. Irgendwas ging da immer nicht. Was war denn da eigentlich das Hauptproblem? Was würdest du heute sagen als erfahrener Technikfreak? Was war das Problem bei diesem System? Waren das wieder die Chinesen oder Japaner mit einer schlechten Software oder war das irgendwie ein anderes Problem? Ich glaube, das größte und Hauptproblem ist, wir haben natürlich immer das gekauft. Ja? Windows war das Problem. Nee, das war ja alles noch DOS-Zeiten. Das hat ja noch gar nichts mit Windows zu tun. Nee, also das, was wir haben LAN-Partys gemacht, da war schon Windows angesagt und Windows 98. Da bist du ja total ein Hipster. Ich bin Vintage. Wir haben 1991 haben wir ein Token-Ring-Netzwerk aufgebaut und dann war das immer, das ist ja so analoge Technik. Das ist ja, also wenn ihr jetzt ihr hört jetzt gerade zu. Ja, du kennst ja die TP-Stecker mit Clip drin und so. Nein, wir haben ja noch richtig hier mit T-Stücken, N-Stücken und Kabel. Ja, und das hatten wir auch alles noch. Okay, aber das war das Hauptproblem meiner Meinung nach jetzt war, das eine war, dass es halt sehr analog ist mit diesen Endstücken und manchmal war auch das Endstück hat zu wenig Ohm gehabt und dann ist das Signal trotzdem irgendwie weitergekommen, nicht zurückgekommen. Und das Hauptproblem ist natürlich, du hast Leute, die haben noch nie sowas in ihrem Leben benutzt und dann musst du erstmal in der Config Sys Auto Exec Butt irgendwelche TCP-IP-Treiber eintragen und Initialisierung von den RTL-Chips und was da alles gemacht worden muss. Und einige, der hatte dann eine Netzwerkkarte, aber er hatte dann dummerweise sich eine Netzwerkkarte von irgendeinem Fremdhersteller gekauft, wo wir immer gesagt haben, bitte, wie hieß der Chipsatz noch, der absolute Standard, den jeder hatte? Oh, frag mich 81, 139, 80, 139 oder sowas, gab es einen Chipsatz, den gab es dann in unterschiedlichen Revisionen. Genau, und was ich spannend finde, Robin, Sachen, Realtek, die 2 Wochen her sind, weißt du nicht mehr. Sachen, die 30 Jahre her sind, weißt du. Ja, das ist toll, kein ne? gutes Zeichen. Warte mal, das war ja. Ja, und für mich war immer die absolute Hölle dann bei den Leuten, die es nicht überhaupt nicht klar kamen, dann irgendwie das über Windows dann auch noch irgendwie, also bei Windows 98 war das echt ein Drama, irgendwie Rechner miteinander zu vernetzen. Sprichst du von Windows 98? Du bist ja echt viel zu jung. Und da bist du gar nicht jung. Nee, bin ich gar nicht jung. Ich habe halt spät angefangen und früh aufgehört. Oder so. Der Flap war ein Spätzünder. Das haben wir heute gelernt. Ja, genau. Aber es hat sich immer gelohnt, weil man konnte in dieser langen Zeit, wir haben es ja meistens fast eine Woche lang gemacht oder so, oder zumindest ein ganzes Wochenende, man konnte sich immer an irgendeinen Rechner setzen und die Festplatte da einbauen und dann halt sozusagen sich alles runterziehen oder übers Netzwerk eher dann mit Festplatte einbauen, weil Netzwerk lief ja dann meist nicht so gut.
Und dann hat jeder dann irgendwann alles von allen anderen gehabt, was ihn interessiert hatte an Spielen und sonstigen Krempel. So. Ich weiß inzwischen noch, wie er heißt. RTL 8029. Das war der. Ja, der RTL-Chipsatz. Genau. Realtek 8029. Das war das, wo man dann immer eine SYS starten musste und danach die entweder TCP/IP oder IPX. Bei einigen Spielen musstest du ja auch IPX-Protokoll installieren. Und ja, Patrick, wir saßen da unten schwitzend in diesem Keller bei uns in der Beethovenstraße und ich musste immer von einem zum anderen und dann, ja, ich sehe euch aber nicht und ich sehe dich, ja, aber wenn ich spiele, dann fängt's an zu ruckeln, ja, was hast du denn? Oh ja, dann hatte der eine irgendwie, musstest du, ach ja, das waren ja damals auch noch alles ISA-Karten, also die hatten dann das Problem, wenn du ein schlechtes Mainboard hattest, dass dann der IAQ teilweise doppelt benutzt wurde von der Netzwerkkarte, musstest du die Netzwerkkarte in einen anderen Slot reintun und dann hast du die Soundkarte verstellt und dann hat die Soundkarte festgestellt, oh, in dem Adressenbereich habe ich ja schon was und oh Gott, das ist ein Graus. Aber es hat höllisch Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Ganz haben genau. Wir den Spaß dann man demnächst wieder, daran. Wenn wir sowas wieder neu aufbauen, Robin, oder geht da inzwischen was emuliert technisch? Nee, es geht nicht emulationstechnisch. Genau, aber aufbauen. Man hat einen Vorteil, ich habe jetzt schon angefangen, Netzwerkkarten von, na, wie heißt der große Hersteller? Nicht Cisco, sondern, na, wie heißt denn der andere Hersteller? Dreicom. Alte Netzwerkkarten von Dreicom zu sammeln. Ich versuche alles denselben Chipsatz und wir werden ja Computer nehmen, die alle technisch identisch sind, dass du im Prinzip nur einen Computer als Mastercomputer anfängst zu bearbeiten, dass er funktioniert und dann würdest du das als Image auf die anderen Rechner draufspielen. Mitgekommen? Klingt einfach. Mal schauen, ob es so funktioniert. ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Es gab mal wieder News von Julian Eggebrecht. Das ist ja auch einer der Herrschaften, die mir seit 2 Jahren ein Interview versprochen haben und die mir leider mal wieder nicht geantwortet haben. Aber ansonsten sind sie immer sehr präsent und haben viele tolle Ideen. Hast du da mal reingeschaut, Robin? Nein, noch überhaupt nicht. Ich bin auch gerade überrascht, dass unser Bereich, wo wir gerade sitzen, immer größer wird. Nee, musst du mal erzählen. Nee, ich habe es auch nur überflogen, weil es ein englischer Text ist von IGN.com. Der möchte gerne Rogue Leader, wo die ja früher mit Factor 5 dran gearbeitet haben, fürs N64, glaube ich, auf die Nintendo Switch umsetzen und bittet jetzt eigentlich um eine Genehmigung und ist da wohl in Gesprächen mit Disney, also Lucas in dem Sinne, also Disney, ob sowas machbar wäre. Also Ideen hat der Mann, ob daraus irgendwas wird, wird die Zukunft zeigen. Ich sage immer nur Neugründung von Rainbow Arts. Da passiert ja auch im Augenblick nicht so viel, wie ich gehofft habe. Er hat natürlich, eine Sache muss man einfach sagen, er hat natürlich mit dieser mit der Star Wars Rogue Geschichte super Spiele auf dem GameCube hergezaubert. Auf dem GameCube. Okay. Ja, also die erst auf dem Nintendo 64 und dann sind sie auch auf dem GameCube rausgekommen. Ja. Doch, natürlich sind sie auf dem GameCube. Ich erinnere mich an die Verpackung. Ja, klar. Ja, klar. Und die Qualität der Spiele war immer super Spitzenklasse, super Sound, dafür, dass es halt Module waren, später als es dann CDs waren oder Mini-DVDs waren. Das war Hülsbeck damals. Also, ja, und das waren super, super klasse Spiele. War immer Hülsbeck, ja. Ja, und der hat natürlich immer den Vorteil gehabt, dass er natürlich mit der Star-Wars-Lizenz viel machen konnte. Aber das ist halt auch LucasArts. Wir befinden uns jetzt nicht mehr bei Lucas, sondern, wie du schon eben gesagt hast, ist jetzt alles Disney. Und Disney hat manchmal agieren die ein bisschen japanisch. Ja, es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Rechte von Maniac Mansion immer noch bei denen liegen und da möchte ja auch eine Person, die durch Thimbery Park ja wieder bekannt geworden ist, so gerne die alten Rechte wieder haben. Also auch da gibt's Diskussionen mit Disney. Scheint alles nicht so einfach zu sein, dass die sitzen auf ihren Sachen, machen nichts Neues daraus teilweise, aber helfen jetzt auch nicht unbedingt mit, dass andere es dann machen können. Mal sehen, wie das weitergeht. Mhm. Das weiß ich nicht. Ja, dann noch mal ein Rückbesinnen auf die Amiga-Messe, wo wir ja waren, auf das Amiga-Treffen eher. Da wurden wir auch darauf hingewiesen, dass es auch weitere Treffen gibt, nämlich unter anderem ein Treffen, das Interface heißt, was zum Beispiel vor einigen Tagen in Kiel war, aber auch mehrfach im Jahr stattfindet. Also auch da einfach mal nach Interface googeln. Das war schon die 16. Veranstaltung jetzt in Kiel und da gibt's auch immer wieder Neuauflagen von. Ja, Robin, was verschenkst du Retro-Fans zu Weihnachten? Retro-Fans, also richtige Retro-Fans sollten zurzeit mal auf GOG gucken und schauen, was es da für tolle Black Friday-Angebote gibt. Aber, seid ihr aus der Zeit, wo man tatsächlich noch einen Elektrobaukasten gehabt hat, das sind so die
tatsächlich so die Mid-70er, Anfang 70er. Es gibt von der, bei Pauline Electronic gibt's ein Lernpaket von Francis, und zwar das den Retro-Spiele Adventskalender zum selber basteln. 24 Spiele der 70er und 80er Jahren zum selber bauen. Darunter liegen dann das Reaktionsspiel Kopf oder Zahl, Zufallswürfel, Lügendetektor, einfacher Hörtest, Tresorknacken, heißer Draht, Ping-Pong, Hau den Maulwurf, Simon Says und viel mehr. Du brauchst 3 Batterien. Das Set kostet nur 19,95 inzwischen, ist ja auch Adventskalender, brennt ja auch schon ein bisschen der Schuh jetzt langsam, ne? Es ist halt ein ganz kleiner, lustiger Elektrobaukasten für Leute, die früher einen Lötkolben immer ihre Probleme hatten, aber trotzdem macht das echt Spaß, so einen Kleinkram zusammenzubasteln. Das ist ja alles vorgegeben. Also das ist ja Mal nach Zahlen mit dem Lötkolben. Also ich habe sowas früher mal gehabt, und was ich vor einigen Jahren bekommen habe zu Weihnachten oder zum Geburtstag, das weiß ich nicht, das steht ja auch neben mir, eine Pong-Konsole zum selber bauen. Die war auch witzigerweise von Francis. Und die habe ich auch zusammengebaut, und die hatte sogar einen Geldeinwurfstütz, wo man dann irgendein Geldstück reinschmeißen konnte. Das fiel dann drin auf 2 Büroklammern, die dann eine Überbrückung halt waren, ja, genau. Dass dann das Gerät angeschaltet wurde. War nett, und das Pong hat auch Spaß gemacht, hatte sogar Sound. Jetzt haben wir noch 2 Spiele, die wir nochmal empfehlen möchten. Also auch eigentlich Sachen, die ich letztes Mal schon erwähnt hatte. Ich habe nämlich auch ein bisschen wieder rumgedattelt, und was habe ich wohl gespielt, Fab? Ja, Galencia, ne? Oder wie spricht man das aus? Das hast du dir gekauft, und ich hab's immer so Spanisch ausgesprochen. Galencia ist genau richtig, würde ich sagen. Ja, genau. Also, genau. Und was ist da das Tolle jetzt? Na, du hast diesen Shop von Protovision, hast du mir hier als Link hingeschmissen. Und da gibt's das Spiel in zig Varianten. Also entweder nur zum Download oder als Disc oder Kassette oder Modul und mit Box und mit allem drum und dran. Und wenn man die große Box-Variante nimmt, dann ist dann noch, sind dann noch 1000 Kleinigkeiten mit dabei, wie eine vollfarbige Anleitung. Wow, und ein Untersetzer mit einer extra Glasschicht gegen Kratzer. Wow. Ein Schlüsselring und Aufkleber und hast du nicht gesehen? Also, die haben sich da einen irren Aufwand gemacht, das für Sammler so toll wie möglich zu machen. Oder nicht nur für Sammler, also das ist ja richtig, richtig aufwendig und schick. Jeder kann sich das so zusammenstellen, wie er es eigentlich haben möchte. Das ist die Idee dahinter. Wird dann aber auch ganz schön teuer, ne? Wenn man, ja, also, das stimmt, ja. Ich glaube, das Modul. Meine Stimme bricht gerade ganz weg, aber wir sind hier bald am Ende. Das Modul liegt, glaube ich, auch bei 40 Euro oder irgend sowas. Ich habe mir auch eins davon eigentlich bestellt, weil dieses Produkt so gut ist. Und ich habe jetzt auch in der neuen Retro Gamer oder im Retro Magazin, ich weiß jetzt nicht welches von denen, da war ein Hintergrundbericht über Galencia drin. Und da wurde nochmal beschrieben, was das Besondere daran ist, nämlich dass da Dutzende von Sprites frei bewegt werden. Und das sei so kompliziert gewesen in der Programmierung, weil da bestimmte Rasterzeilen und Interrupts beachtet werden müssen, weil sonst kriegt man ja auf dem Zwerg nur 7 oder 8 Sprites hin. Und die haben da wohl mit allen Tricks gearbeitet. Und es ist wirklich ruckelfrei und sieht total genial aus. Und solche Entwickler unterstütze ich zumindest gerne, weil ich mochte nie Galaga, aber Galencia finde ich toll. Ja, und das letzte Spiel hatte ich vorhin schon erwähnt, da packen wir nur den Link in die Shownotes, die 30. Geburtstagsfeier von Gianna, das hatte ich vorhin schon erwähnt, da soll nach dieser Demo auch noch eine richtige Version rauskommen, wo dann komplett neue Level auch dabei sind und auch andere Level als jetzt in der Demo, also es lohnt sich auf jeden Fall auch diese Demo sich einmal anzuschauen. Sieht toll aus, bin ich sehr gespannt drauf, ein bisschen Nachschub von Gianna im Original-Style, also es ist das gleiche Programm, die haben einfach nur im Source-Code rumgepfuscht. Finde ich eine tolle Idee, denn diese Level sind wirklich auch gut durchdacht und machen Spaß. Und so eine Hebebühne und andere Geschichten, die es sonst bei Gianna nicht gab, die sind halt dabei. Und Gianna kann in der Version auch schwimmen und muss gegen Fische kämpfen. Also klingt öfter mal was Neues. Noch, so hätte ich mir Mario Brothers Ähnlichkeit. So hätte ich mir Gianna Sister Teil 2 vorgestellt und nicht wie bei Hard and Heavy. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich denke, wir können in die Retro-Credits gehen und mal schauen, wie wir diesen Podcast langsam zu einem Ende bringen können. Retro-Credits. Kurz vor Schluss. Ja, wir haben lange nicht erzählt, wie man uns erreichen kann, Robin. Oh ja, total lang. Also jedes
jedes Mal dasselbe, aber ich mache es natürlich noch liebend gerne mit vollem Herzblut. Total glücklich mit einem Lächeln sitze ich hier vor dem Mikrofon und sage, ihr könnt uns hören beim Live-Hören, immer jeden zweiten Freitag um 22 Uhr, so wie heute. Entschuldigung. Ja, so wie heute am Donnerstag um 20 Uhr, ja. Das war eine Ausnahme heute, wir sind eigentlich immer freitags da. Hoffentlich das nächste Mal wieder in derselben Sprachqualität. Aber wenn ich leise rede, könnt ihr mich so richtig sexy hören, ja. Okay, mal wieder. Das Schöne ist, die Podcasts sind ja so lang, dass die meisten das Ende ja sowieso nicht hören. Das heißt, deine Aussetzer und Ausfälle gegen Ende eines Podcasts hören ja zum Glück nicht alle Hörer. Das stimmt. Okay, nein, mach mal weiter. Ja, die Aushänge, wann hört ihr uns, seht ihr immer bei retrokompott.de oder Podcast Kompott. Das ist auch ein Name. Okay, Na, podcastkompott.de. Oder natürlich bei Facebook. Das ist uns immer am liebsten, weil wir beide sehr Facebook-affin sind. Wir haben dann immer schreiben schnell, antworten schnell. Sehr gerne für eure und unser Facebook twittert ja auch. Genau, unser Facebook twittert. Mama, unser Facebook twittert. Schreiben sehr gerne an mail@retrokompott.de. Oder www.retrokompott.de als Homepage, das ist die Basis mit allen Podcasts, mit unseren Retrokompott-Podcasts, mit der Verkaufsliste, mit dem Link ist mit dem PayPal-Me-Button, wie ihr zu Patreon kommen, genau, da könnt ihr am einfachsten, am besten ran. Und sehr gerne, Patrick? Ja, es gibt auch eine App bei Amazon, bei Android, bei iOS, für die keine Lust auf Facebook haben, wird da auch alles nochmal zusammengefasst. Ja, unsere Mail haben wir schon mehrfach erwähnt. Die mail@retrokompott.de oder die mail@podcastkompott.de landet sowieso alles im gleichen Postfach. Mein Gott. Ja, und Robin sagte schon bei dieser schönen Domain podcastkompott.de, ich wiederhole es nochmal, podcastkompott.de, das geht doch, findet man auch die anderen Kanäle, die wir im Augenblick bespielen. Den Retrokompott, den Retrokompott Classic, den Cashkompott und den Testkanal. Das sind ja fast schon wieder alles Zungenbrecher heute. Worüber freuen wir uns neben E-Mails noch, Robin? Wir hatten das vorhin Dran? Material? Ja, wir können Material. Was haltet ihr denn von Material? Ihr schickt uns etwas Gesprochenes. Ja. Ihr sagt, ich habe früher auf dem Atari ST Amiga-Spiele gespielt und danebenbei MS-DOS installiert auf meiner 5 Terabyte Festplatte und hab's dann mit SVGA. Ihr könnt es ja erzählen. Oder ihr seid so wie der Fab und sagt, ein Jaguar, den man mit ein paar Turbokarten besetzt, der reicht doch in der heutigen Zeit. Oder ich sag nur, Vorsicht, wenn ihr den CD-Aufsatz habt und ihr kommt irgendwie schlaftrunken und müsst aufs Klo, Vorsicht. Ja, der sieht aus wie ein Klodeckel. Genau, nicht draufsetzen. Wer hat auf meinen Jaguar gekackt? Das ist eh scheiße, das Ding. Amiga. Okay. Auf dem Müll steht ein. Ich habe eine Freundin. Seit 1987 bin ich schon mit meiner Freundin zusammen. Fab, kennst du das Mod damals, das Musikstück? Auf dem Müll steht ein Amiga? Nein. Auf dem Müll steht ein Lautstärke, Amiga. Auf dem Müll. Das ist irgendein ST-User gemacht. Scheiß doch rauf. Unmöglich. Genau, oh Gott, ja. Ja. Hast du das noch? Kack doch rein. Scheiß doch, das gibt's garantiert, Patrick. Alles kommt wieder. Warte mal, wir machen mal kurz einen Test. Ich mache jetzt nur ein Live-Googeln. Ich will nur mal wissen. Auf dem Müll steht ein Amiga. YouTube, 100%. Ich würde das gut finden, weil ich mag den. Der Anti-Amiga-Song, Amiga-Hass-Mod YouTube. Unbekannter super, Künstler. Spiel ab sofort live jetzt. Eine Mod-Datei aus längst vergangenen Tagen. ja. Das höre ich mir gleich nochmal, glaube ich. Das hören wir uns nochmal in der Nachlese an. Ja, ich glaube auch. Geil. Das hatte ich völlig verdrängt. Danke für die fürchterliche Erinnerung. Ja. Ja, dafür sind wir doch da. Ja, wie gesagt, wenn ihr sagt. Wie gesagt. Ja, einfach eine Mischung aus irgendwelchem Zeugs. Wenn ihr sagt, die reden zu viel Dünnpfiff, die reden zu viel Scheiß, ja, dann macht doch einfach mit, helft uns mit und bringt eure Dinge auch bei uns mit ein. Co-Moderator kann man mal schnell werden. Der Björn hat es zu einer Doppelfolge gebracht. Alexander hat es zu einer Doppelfolge gebracht. Gäste. Trippelfolge. Ja, Patrick und Robin haben es zu 53 Folgen. Nein, falsch. Yeah. 52 Folgen gebracht. Bei einer waren wir beide nicht dabei. Area 52. Ja, genau. Und Themenvorschläge nehmen wir auch jederzeit
gerne entgegen. Und das meinen wir auch ernst. Also nochmal, wenn ihr uns kennt, werdet ihr das wissen, solltet ihr zufällig bei Folge 53. Alles, was Robin verspricht, hält er auch ein. Nichts, was ich erzähle, halte ich auch ein, weil ich das spätestens nach 2 Minuten wieder vergessen habe. Aber dennoch, ihr seid Special Fan von was weiß ich, Archon haben wir schon, Archon Archimedes haben wir schon gesagt. Mir juckt's dann immer noch mal wieder. Ich möchte ganz gern mal wieder über den Sega Saturn irgendwann mal, bitte, dass wir eine was? Mir juckt's. Ich möchte eine Sega Saturn Folge machen. Wieder vor allem. Ja, mal das Gerät mal wieder besprechen. Das ist ja auch eine Kiste, die technisch, die ich immer hochinteressant fand. Du besprichst Geräte? Ja, ich bin ein sehr esoterisch ist das. Ein erdnaher Esoteriker und ich bespreche den Sega Saturn. Warum hast du so viel Ports und warum so viel schlechte Spiele? Robin legt seinen ganzen Raum mit Papier aus, packt eine Sega Saturn darauf und spricht mit ihr. Ich leg sie in eine große Kupferschüssel und reibe an der Schüssel. Nein, ihr seid Spezialist mit den Computern und ihr denkt, ihr seid der Experten und denkt, ihr könnt eine gute Sache machen mit dem Gerät und könnt ihr sprechen und mache daraus eine Folge. Kein Problem, komm, red du kompott, mache ich Gespräche. Das ist Toni Galvez in Deutsch übrigens. Okay. Okay. Ja, unterstützen könnt ihr uns bei patreon.com. Wenn da genug zusammenkommt, dann können wir Robin auch austauschen. Dann können wir Fab ein vernünftiges Internet kaufen, können Patrick mal einen Maulkorb verpassen. Alles ist möglich, wenn ihr uns dort unterstützt. Ihr findet uns bei patreon.com/retrokompott. Und wenn ihr sagt, die Qualität der heutigen Folge, ich meine jetzt nicht den Inhalt, der war wie immer. Die gut klingt, ich mein, ist immer schön. Genau, also dann überlegt mal, ob ihr uns da auch ein bisschen helft, weil wie gesagt, wir würden ungerne davon wieder runterkommen. Andere Podcasts kaufen sich jede Folge neues Auto. Wir würden ganz gerne wenigstens unsere Kosten immer mal reinhaben. Genau, dann mache ich mal noch mal ein bisschen Werbung. Dran und Zencaster macht aus Scheiße Gold. Richtig. Wahrscheinlich, ja. Es ist wirklich so. Also ist wirklich toll, aber wie gesagt, das geht irgendwann in Grenzen in Bereiche mit den ganzen Geldern, die man da investieren muss. Das ist nicht mehr witzig. Und wie gesagt, wir sind halt nicht unsere Mitbewerber, die sich Angestellte zum Schnitt leisten können, die alles bezahlen können. Wir müssen uns da noch ein bisschen hocharbeiten oder hochquatschen. Hochschlafen. Ja, wie gesagt, wer uns einmalig helfen will, dafür gibt's die PayPal-Me, den PayPal-Me-Button auf der Homepage. Da könnt ihr uns eine einmalige Unterstützung zukommen lassen. Freuen wir uns auch riesig drüber. Und vielleicht können wir da noch einige Interviews vorziehen, die Übersetzung vorziehen oder andere Sachen machen. Also auch dort kann man uns gerne helfen. Und wir bedanken uns dann teilweise mit der ein Drittel des Kette, mit dem Token, wie hat Robin das vorhin genannt? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Achtel des Kette, genau. Ein Stück Liebesplastik. Genau. Ja, und Patrick, ich muss auch nochmal sagen, ich war echt erstaunt, als ich die letzte Folge vom Retro-Kompott gehört habe, dass du dich getraut hast, da auch die allerkrassesten Stücke von Sputnik als Zwischenmusik da einzusetzen. Sogar das Gabba-Stück hast du genommen. Ich habe sie mir vorher nicht angehört. Nein. Ich habe sie durchnummeriert und nehme jetzt die nächsten drei. Also die sind gut, aber hast du ja, da geht's richtig zur Sache. Teilweise. Ja, die waren schon krass. Ich habe das im Auto angehabt und habe mich sehr erschrocken. Aber ich fand sie gut, also ernsthaft. Und auch heute gab's ja wieder einiges von ihm zu hören. Da freut er sich bestimmt über das Lob. Zum Thema einiges zu hören. Der Podcast bleibt, wie gesagt, auch wenn wir immer jammern, bleibt umsonst. Dafür möchten wir kein Geld nehmen. Aber wir wissen halt nicht, wie es weitergeht, in welcher Form. Das entscheiden wir, denke ich mal, am Ende des Jahres und geben dann bekannt, wann es im nächsten Jahr weitergeht, vermutlich Mitte Januar, müssen wir nochmal genau schauen. Und dann können wir auch sagen, was wir dort so machen können. Und die Nachlese gibt es aber weiterhin exklusiv für die Patreon. Und die zeichnen wir nämlich gleich nach diesem Podcast auf. Und da wollen wir nochmal in den Text von Auf dem Müll steht ein Amiga reingehen, glaube ich. Und Robin erzählt noch ein bisschen was über seine Fetische vielleicht oder holt nochmal seinen Hund rein und lässt ihn auf dem Parkett kratzen. Keine Ahnung, was da noch so alles passieren wird. Laufen. Heute den Fernseher lauter. Genau, das war vorhin auch sehr gut, aber das ist natürlich im Podcast alles nicht mehr drin. Aber vielleicht reden wir darüber nochmal. Und die nächste normale Sendung, naja. Kommt nie normal wieder. Normal ist die Sendung trotzdem garantiert nicht. Gab's noch nie, wird's auch niemals. Also die nächste Sendung ist am 8.12. Vielleicht auch mit Björn und wieder mit Selma. Mal gucken, ob die Zeit haben. Und da geht's um welches Thema? Ja, wir haben es gesagt. Es geht weiter mit dem Jaguar. Absolut, ja. Und danach wollen wir uns ja um das Jahr 1987 kümmern. Da können wir demnächst schon mal in die Vorbereitung gehen.
Ja, ich bin froh, dass meine Stimme einigermaßen gehalten hat, auch wenn ich etwas verkältet klinge, aber zumindest bin ich nicht komplett weggebrochen. Ich bin also nicht abgefappt. Ja, Robin, hast du noch irgendwelche Teaser, die du den Leuten auf dem Weg in die Nacht mitgeben möchtest? Ja, ich rate euch, niemals auf die Idee zu kommen, Kisten mit C64-Spielen aufzumachen, um dann nachher festzustellen, dass gefühlt das Ausgepackte viel größer ist als das schön Eingepackte in den Kartons. Weil wir im Laden, es hat so expandiert gefühlt, dass ich da fast kollabiere. Das Ganze muss ja auch noch irgendwann nochmal eingetragen werden. Oh Mann, die unendliche Geschichte. Ich habe es ja früher gern geguckt und auch gern gelesen, aber im Laden nervt das langsam. Wir müssen uns nächste Woche definitiv wieder ransetzen. Ich hoffe, ich bin bis dahin noch wieder etwas fitter. Denn es ist nicht schön, mit Erkältung, mit einer Grippe oder was auch immer, dass ich da gerade bei mir eingenistet hat, Termine zu machen und zu arbeiten. Und zu podcasten. Würde Cordan nur sich wieder beschweren über deine Soundqualität. Er sagt, alle klingen super, nur Patrick klingt so nasal. Ja. Genau. Das wird sich hoffentlich bis zum nächsten Mal geben. Und ja, wir machen gleich mit der Nachlese weiter. Und für die Konservenhörer ist jetzt tatsächlich mal nach einer einigermaßen freundlichen Länge Schluss. Und auch wir sind ja heute durch die Donnerstagsaufzeichnung noch bei einer freundlichen Zeit. Das heißt, vielleicht kriegen wir diesen Podcast ja schon bis Freitag oder Samstag live gestellt, weil ich habe morgen ja noch eine längere Bahnfahrt vor mir. Ja, ich sage nochmal vielen Dank und auch nochmal einen schönen Gruß an die Amiga-Meeting-Leute vom letzten Mal. Robin? Nein, an die Oma von Robin nicht, denn die Lärmbelästigung durch ihren Fernseher hatten wir ja nicht in der Sendung. Das war ja vorher. Wir mussten den Anfang dreimal aufzeichnen, weil ein Fernseher zu laut lief. Wir können das ja gerne verraten. Aber Robin hat jetzt die Nebengeräusche seiner Behausung unter Kontrolle. Das stimmt. Was ist das denn für ein Geräusch im Hintergrund? Immer wenn ich von sowas rede, kommen komische Nebengeräusche. Das ist ja gestern. Aber das wäre jetzt genauso, als wenn Fab jetzt abstürzen würde. Möglich ist alles. Entpackt da jemand ein Zwerzi-Spiel im Hintergrund? Ich weiß es. Das klingt genau das Ding. Egal, ich sag schon mal Tschüss und ihr lauscht weiter den Geräuschen und wir hören uns wieder am 8.12. Ich schone jetzt meine Stimme und lausche weiter euren Störungen. Lausche unseren Störungen. Störlauscher. Super. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder auf der Homepage www.retrokompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comillusion in der Wandsbecker Chaussee 155 in Hamburg antreffen. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf patreon.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legenden-Interviews helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich Retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf mixlr.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende, online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit.
Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Code 53280,0. Code 53281,0. Code 646,0.